Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. Amen. Ich freue mich, bei euch zu sein hier in Steinfeld, im Main-Spessart. Also das ist wirklich weit, weit irgendwo in Deutschland. Aber Gott ist gut und ich möchte mich auch jetzt ganz herzlich bedanken für das Gebet von so vielen, die dann den Himmel gestürmt haben, dass dann meine Stimmbänder und mein Hals, dass das wieder in Ordnung gekommen ist. Also vorgestern Abend, das sah gar nicht gut aus. Aber der Herr ist größer, größer als alle Infektionen, größer als alle Attacken, wo auch, aus welcher Ecke auch immer die kommen. Und das Thema heute für dieses Seminar, nicht nur heute, auch die kommenden Tage, ist am Herzen des Vaters. Und dieses Thema stammt direkt aus dem Heiligen Evangelium, aus Johannes 1,18. Wir wiederholen, Johannes 1,18. Ich habe mir angewöhnt, Bibelstellen zu merken, also wo sie stehen. Das ist auch sehr, sehr kostbar zu wissen, wo steht das. Das erste Kapitel bei uns, das müsste man jetzt ganz auseinandernehmen. Ich sage euch jetzt noch was zum Wort Gottes, was mir letztens jetzt gekommen ist. Also das ist für mich auch relativ neu. Und ihr werdet sagen, ja, der ist Theologe, hat studiert und da. Der ist ein Profi. Nein, ich lerne auch immer. Und alle werden Schüler Gottes sein. Johannes 6. Kapitel. Alle werden Schüler Gottes sein. Also, was habe ich gelernt? Jetzt, wo dann ein paar Tage schönes Wetter war, dann auch in Luxemburg, dann war ich im Garten, Liegestuhl, ja, ein Pfarrer tut das auch manchmal, ja. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber es tut mir gut. Aber ich bin nicht nur im Liegestuhl. Dann habe ich irgendeine Bibel-App, es gibt ja so viele, und dann habe ich gedacht, ja, es ist gut, wenn du ein bisschen mehr Englisch hörst. Also wir sind in Luxemburg, sind wir vielsprachig, das ist ein Geschenk Gottes. Aber dann habe ich gedacht, jetzt höre ich einfach mal, lasse ich mir das vorlesen. Es gibt diese Anwendung, diese, ja, bei den Apps, vorlesen. Johannes 1. Dann habe ich es mir zweimal vorlesen lassen. Da sind mir so viele Dinge, währenddem ich das hörte, sind mir aufgegangen. Wow, habe ich gedacht, das sind Dinge, da bin ich gewohnt, das in Deutsch zu hören, weil das eigentlich die Sprache ist, mit der wir lesen und schreiben lernen, ja, die uns am längsten in der Schule begleitet, dann Französisch. Dann habe ich es nachher nochmal in einer anderen Sprache, ist jetzt egal, welche Sprache, ich gehe nicht darum, dass ich hier prahle, aber einfach nur, sind mir wieder Dinge aufgefallen, die bei den Übersetzungen, bei der deutschen Übersetzung dann nicht so herausgekommen sind. Und dann habe ich, oh, mein Herz ist aufgegangen, habe ich vieles verstanden. Und so ist mir zum Beispiel Folgendes gekommen, aber das wusste ich schon länger. Johannes 1. Kapitel, das kann man sehen als die Fortsetzung von Genesis 1. Genesis 1 ist die Schöpfung, wie Gott alles erschafft. Und Johannes 1 ist die Neuschöpfung, wie Gott alles neu erschafft. Und das ist genau das. Wir leben in Genesis 1, wo die alle nach Umwelt und ich weiß nicht was alles schreien, ja. Aber wer schreit dann nach der Neuschöpfung des Herzens? Und es geht um die Neuschöpfung des Herzens. Und wenn die Herzen neu erschaffen sind von Gott, dann kommt es auch zu dieser Neuschöpfung. Dann wird der Mensch auch anders mit Ressourcen und so weiter, mit Umwelt umgehen. Wir sollen damit verantwortlich und müssen damit verantwortlich umgehen. Aber es braucht ein erneuertes Herz, versteht ihr? Und dann habe ich dann das gehört, das war vor 2-3 Wochen. Und dann, jetzt letzten Sonntag, ja, oder in den Samstag war es, dann war ich wieder im Liegestuhl, ja. Und habe ich gedacht, so, jetzt höre ich mir mal Lukas 1 an. Lukas 1. Und ihr wisst, was in Lukas 1 steht, das ist, er beschreibt dann, wie der Engel in den Tempel kommt und Zacharias das Rauchopfer darbringt. Und Zacharias und seine Frau Elisabeth, die waren kinderlos, sie waren vorgerücktem Alter. Und dann kommt der Engel Gabriel zu Maria. Auch das ist Schöpfung, wieder eine neue Schöpfung. Also das hat mich so begeistert. Und irgendwann, wenn ich dann die Zeit finde, jetzt werdet ihr sagen, der hat doch Zeit, ja?
Ja, ich habe schon Zeit, aber ich bin viel unterwegs und das ist auch eine Gnade. Aber wenn ich mal richtig Zeit habe, dann werde ich Schöpfung, Neuschöpfung Johannes und dann Schöpfung auch aus Lukas, werde ich das mal für mich selbst untersuchen und vielleicht gibt das dann auch irgendwann mal ein Seminar oder sowas ähnliches. Genauso wie Petrus wartet auch noch darauf, in einem Seminar verarbeitet zu werden. Petrus ist der Apostel, von dem wir am meisten wissen, also seine Höhen, aber auch seine tiefsten Tiefen, ja, wo wir sagen, wie tief bist du gesunken, lieber Petrus. Aber gerade das ist so wichtig für uns, dass wir Zeugnisse haben, auch aus der Heiligen Schrift. Gut, und wir starten jetzt. Johannes 1. 18. Oh, bravo, bravo. Johannes 1. 18. Okay, gut. Also Repetitio est mater lectionum, die Wiederholung ist die Mutter der Lektion, genau. Also wenn wir wiederholen, dann behalten wir auch. Genau. Gut. Wir wissen aber aus Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Aha. Bist du von Gott berufen? So zaghaft ist ja, meine Güte, oh Herr, du hast noch viel Arbeit hier. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Wisst ihr, da haben wir ein Problem, da haben wir schon Knoten in unserem Hirn. Im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Aber Paulus schreibt da nichts Neues. Das steht auch schon in Genesis 2, glaube ich. Und er schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes, an Wesen und Gestalt Gottes teilzuhaben. Christ, bist du dir deiner Würde bewusst? Ja, wir sind uns unserer Sünden bewusst, ja. Und anstatt, dass wir dann sagen, jetzt bekomme ich endlich mal ein Upgrade. Jeder redet von Upgrade. Die neueste App, die neueste Software, bla bla bla. Aber wenn es um Geistliches geht, Downgrade. Oh, dann lassen wir es runterziehen. Dann hören wir irgendetwas auch in einem Seminar. Dann haben wir schon 72 Seminare gehabt. Und dann wird viel etwas gesagt aus der Vergangenheit, was du schon vor 100 Jahren gebeichtet hast. Sorry, wenn ich das so sage. Und dann Downgrade. Dann lassen wir uns wieder von dem Feind fangen und runterziehen. Lass dich nicht runterziehen. Sei dir bewusst, dass du an Wesen und Gestalt Gottes Teil hast, damit Jesus der Erstgeborene vieler Brüder ist. Er schämt sich nicht, steht irgendwo anders, uns seine Brüder zu nennen. Das ist Hebräerbrief, aber die Stelle weiß ich jetzt leider nicht. Also, er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Schämst du dich, ein Kind Gottes zu sein? Ah, dann sei dir deiner Würde bewusst. Da gab es einen großen Papst, ich weiß nicht mehr, ob Leo oder Gregor, der Große, einer von den Großen, hat gesagt, eine Weihnachtspredigt, er hat gesagt, Christ, sei dir deiner Würde bewusst. Und in der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Und die Kirche hat immer wieder, nicht behauptet, aber immer wieder fest geglaubt und bekannt, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir ein Sakrament empfangen, also das Sakrament der Taufe, dann haben wir Christus wie ein Gewand angelegt. Das sagt auch Paulus, sagt das mehrmals, Römer und auch Galaterbrief. Und dann ist in uns, aber unsichtbar, in unserer Seele ein auslöschbares Siegel. Und dieses Siegel ist das Siegel des Heiligen Geistes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und dieses Siegel kann niemand brechen. Es kann angegriffen werden. Versteht ihr? Und die Sakramente, die sind so heilig. Da geschieht etwas mit uns. Und Gott hinterlässt seinen Abdruck, so wie in einem Siegel. Ihr wisst, Siegellack wird erhitzt, eine Kerze oder sonst, dann auf Brief so tropfen lassen und dann kommt das Siegel drauf. Und das Siegel ist das Siegel Gottes. Und wir haben das Dreifaltigkeitssiegel. Versteht ihr? Vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Schönes Bild hier. Ist das schon gesegnet, das Bild?
Okay, das kommt dann noch, ja. Okay, versteht ihr? Also, wir haben das Siegel des dreifaltigen Gottes in uns. Und Paulus sagt in Römer 8, also, lest das nicht einmal, lest das nicht zweimal, nicht achtmal, lest es immer wieder, damit ihr wisst, wer ihr in Gottes Augen seid. Also, der Heilige Geist ist es, der in uns seufzt. Oh, komm, wir seufzen einmal. Okay. Der Heilige Geist seufzt in uns. Aber, komm, wir seufzen einmal, aber. Das war kein Seufzen, das war Deutsch, das war Hochdeutsch, ja. Aber. Wow, das ist schon besser. Versteht ihr? Und bei diesem Seufzen, dann merken wir, der Heilige Geist hilft uns aus dieser Qual, aus der Qual der Lüge herauszukommen, die uns immer sagen wird, nein, du bist kein Kind Gottes. Versteht ihr? Deswegen, er seufzt. Der Heilige Geist hat so viel Arbeit mit uns, dass er in uns seufzt. Komm, wir seufzen noch einmal. Aber? Aber. Ja, Versteht ihr? Also, und das ist unser Kampf. Das ist unser wahrer Kampf. Das ist der Kampf Gottes. Er kämpft für uns. Gott kämpft nicht gegen uns. Wir wiederholen, Gott kämpft für mich. Gott kämpft für mich. Amen. Gott kämpft für mich. Er kämpft für uns. Und seht ihr, Gott ist wie eine Hebamme, ja. Der kämpft um dieses Kind, das neu geboren werden will, das zur Welt, das atmen will. Und dann kommt das Kind zur Welt, also, ich bin ja kein Vater und nicht verheiratet und habe das nie erlebt. Aber ihr wisst das, was das, die Mütter geworden sind, auch die Väter, die dann dabei standen, die geschwitzt haben und dann in Ohnmacht gefallen sind. Ihr wisst, was das für ein Kampf ist, ja. Und dann ist das Kind auf der Welt, kriegt schon einen Klaps. Damit es atmet. Versteht ihr? Das ist ein Kampf für das Leben. Und so kämpft, das ist ein Bild jetzt, was ich gebraucht habe, so kämpft der Heilige Geist in uns und er seufzt, dass auch wir dann mit Freude, mit Liebe sagen können, aber, lieber Vater. Aber, lieber Vater. Wow. So langsam kommen wir aus dem Seufzen heraus. Jetzt kommen wir, das ist gut, das ist gut, das freut mich. Also ihr seid schon wach. Genau. Okay. Jetzt werde ich euch einen allgemeinen Gedanken teilen. Und das ist folgender. Den Gedanken sage ich nicht als Kritik, als Anklage oder als Korrektur, aber als eine Hilfe, damit wir mit Kraft und mit, ja, hier gibt's in meinen Spessartien so viele Märchen, ja? Wer hat Märchen gelesen als Kinder? Ja, ich auch. Für so altes, zerflattertes Buch. Da gibt es irgendein Märchen so mit den 7-Meilen-Stiefeln. Gibt es sowas, ja? Okay, gut. Ich will, dass ihr mit 7-Meilen-Stiefeln vorankommt, ja? Dass wir nicht mehr so mit Zwergenschritten so voran tapst. Okay, also. Viele sind mit Maria, der Mutter Jesu, unterwegs. Und das ist gut. Ich kann nur empfehlen, legt eure Hand in die Hand unserer Mutter und sie wird dich sicher führen. Maria ist nicht das Ziel. Habt ihr das gewusst? Sie ist nicht das Ziel und viele bleiben bei Maria stehen. Bewusst oder unbewusst. Und das ist auch gut, wenn man eine Zeit bei der Mutter ist. Das ist so wie Kinder, die sind am Anfang, sie brauchen die Mutter und sie brauchen den Vater. Und die kleinen Kinder, sie meinen, dass Mutter und Vater, die wissen alles, die können alles. Ich bekomme da Essen, Kleidung, ich werde umarmt und es geht mir gut, alles schön und so weiter. Und auf einmal merken sie, wenn die Kinder dann ein bisschen größer werden, so mit 4, 5, oh, Papa und Mutter wissen nicht alles. Sie sind nicht Gott. Aha. Dann ist es gut, dass die Kinder weitergehen. Sie kommen in die Schulen. Also ich sage jetzt mal allgemein sind die Schulen ja gut. Es gibt also auch Ausnahmen, was in Schulen da jetzt alles so angeboten wird. Ich gehe nicht in Details. Ihr wisst besser Bescheid als ich. Okay, aber wir wachsen. Und dann wird der Mann, Vater und Mutter verlassen, die Frau auch, sich an seine Frau binden. Also es ist ein Wachsen, es ist ein Hinauswachsen über sich selbst. Und über das Bekannte, bis daher Bekannte hinausgehen. So ist es auch im Glauben. Wir sind bei der Mutter, wir bleiben auch bei der Mutter. Maria wird für uns nie eine Schwiegermutter sein. Nee, sie wird eine liebe Mutter sein, aber sie wird
uns freigeben. Sie freut sich, dass wir dann mit Jesus weitergehen. Wow, jetzt habe ich dieses Kind Gottes so weit gebracht, dass es sich Jesus anvertraut. Und dann sind wir mit Jesus unterwegs. Wer ist mit Jesus unterwegs? All die mit Jesus unterwegs sind, sagen Halleluja. Halleluja. Wow, das ist super, mit Jesus unterwegs. Also, und bei mir war das anders. Also bei mir war Maria war am Anfang weit weg. Und dann war ich mit dem Heiligen Geist unterwegs. Halleluja. Halleluja. Wer ist mit dem Heiligen Geist unterwegs? Halleluja. Ich war lange mit dem Heiligen Geist unterwegs. Dann sind wir zu einem Kongress gewesen, irgendwo in Deutschland oder so ein Treffen. Und dann über die Grenze, das war noch in den 70er Jahren, gab es noch die Zollhäuschen, ja. Und dann hat der Beamte, der Deutsche, gefragt, ja, gibt's denn was zu verzollen? Und ich saß hinten, Spirit, habe ich geschrien. Ja, Spirituosen kennt ihr, ne? Aber Spirit, der hat geschaut. Hat wahrscheinlich gedacht, was ist das für einer? Ja, lass ihn weiter. Ja. Okay, ich war nicht der Fahrer, ich saß hinten. Okay, mit Spirit und mit dem Heiligen Geist, mit Jesus war ich unterwegs. Und das war gute Zeit. Und es gab eine Dame, die eine Freundin unserer Mutter, und sie ist immer wieder gekommen, telefoniert, immer wieder von Maria gesprochen, und ihr müsstet mehr, und auch hat sie gesagt, ja, ihr in der charismatischen Erneuerung, ihr müsstet mehr über Maria. Ich habe es damals nicht verstanden, war auch noch nicht der Verantwortliche da, ich war noch sehr jung, noch nicht in Theologiestudien, aber ich war mit Jesus, ich habe gesagt, was will die Frau? Das war mir alles zu süß. Also, ja. Ja, es war fromm, süß. Jetzt sage ich, es ist richtig gewesen. Aber ich war nicht in der Situation, wo das gepasst hat. Ich war dabei, aus dem Haus herauszuwachsen, habe die Welt mal entdeckt. Ja, Jesus, der Heilige Geist. Jetzt, ja, die Mutter, die war, ja, wir haben eine gute Mutter gehabt, aber sie war immer besorgt. Noch mit, als ich Priester war mit 32 Jahren, ich darf das jetzt sagen, sie wird jetzt lächeln im Himmel und sagen, ja, Franz, musst du das jetzt sagen? Ich sage es jetzt, Mama. Dann saßen wir da in ihrem Zimmer und dann hat sie gesagt, Franz, das war im Herbst, hast du noch Sommerstrümpfe an? Typisch, Mama. Versteht ihr, das war keine Sünde. Aber ich wusste schon, was ich anziehen will. Okay, gut. Und dann diese Freundin, die hat dann gesprochen von Ludwig Maria Grignon de Montfort. Das wusste ich alles nicht. Ich habe das nicht gekannt. Bin ich Priester geworden. Und dann so mit 38 Jahren war ich in Begleitung immer bei einem älteren Priester. Und das war ein guter Mann. Und von dem habe ich viel gelernt. Der hat mir irgendwann dieses Buch von Ludwig Maria Grignon, das Goldene Buch, so zugeschoben. So, ja, mit seinen, wo er unterstrichen hatte mit Rot, was wichtig ist, hat er es mir geschenkt. Ich habe es wieder liegen lassen, ein paar Jahre. Und dann irgendwann in den Bergen, in den Alpen, habe ich dann angefangen zu lesen. Boah, sowas habe ich nie, aber auch nie in Theologie gehört. Diese Tiefe. Maria und dann, was alles dann auf Jesus hin zeigt. Das hat mich echt begeistert. Und dann, irgendwann habe ich dann auch diese 33-tägige Weihe durch Maria an Jesus getan. Wer hat die schon getan? Die sagen Halleluja. Halleluja. Also kann ich nur empfehlen. Ne? 33-tägige Weihe. Wow. Das ist ziemlich viel Programm. Ja. Aber es lohnt sich. Ich darf das als Zeugnis geben. Das war, wann war das? 2010, 2011. Die Pilgerreise nach Lourdes organisiert und ich habe das dann so programmiert, dass ich die Weihe, also am letzten Tag, dass die dann in Lourdes sein konnte. Habe ich dann gerechnet, dann sind wir in Lourdes, der 33. Tag, vor der Grotte in Lourdes, Erscheinung und so weiter. Und habe mich vorbereitet und dann habe ich die Weihe gemacht. Und wisst ihr, was bei dieser Wallfahrt geschehen ist? Und ich glaube, dass der Herr da Türen geöffnet hat, aber echt Türen geöffnet hat. Wir hatten einen Mann mit dabei, ich darf das Zeugnis geben, der Mann übrigens, ist irgendwann auf dem, ich glaube, zweites deutsches Programm im Fernsehen gekommen, eine Heilung in Lourdes, ein Luxemburger, vielleicht könnt ihr euch erinnern, Verse zertrümmert und so weiter. Und wer, er war mitgekommen, der war, die Ultima Ratio war, er sollte eine Morphiumpumpe eingebaut, also implantiert bekommen, sodass er selber, hat viel Schmerzen, Morphium spritzen konnte.
Die Frau hat gesagt, wir gehen noch nach Lourdes. Sind mit nach Lourdes gekommen, wir sind durch Lourdes, dann habe ich alles gezeigt und so weiter. Er ist mit Krücken da gegangen, hatte extra Schuhe, so, das war schon heftig. Und dann durch Lourdes habe ich gesagt, zweiter Tag, ja, heute ist Tag der Beichte und wer mag, der kann auch ins Bad gehen. Ja? Die Frauen gehen, es waren auch einige Männer, die gehen, habe ich zu dem Mann gesagt, gefragt, was ist Ihr Problem? Ja, das und das hat er erklärt. Er hat gesagt, gehen Sie ins Bad und dann bitten Sie einfach um die Gnade der Heilung. Mehr habe ich nicht gesagt. Es waren nicht so viele Beichten am Nachmittag. Ich war früh fertig, habe meine Jogging-Schuhe angezogen und bin in den Wald laufen gegangen. In Lourdes, stellt euch das vor. Komischer Pfarrer. Hm? Und dann komme ich zurück. Herr Pfarrer, der Jean, was ist mit dem Jean, was ist mit ihm los? Ist geheilt. Oh, ich will heute Abend neben Jean sitzen und dann will ich hören, was der Mann mir erzählt. Dann hat er mir erzählt, gesagt, ich habe den Fuß in die Wanne hinein aufgesetzt, ich habe gespürt, wie elektrischer Strom, es wird oft so beschrieben, durch mich gegangen ist und ich wusste, ich bin geheilt. Und dann kommt er heraus aus dem Bad. Und seine Frau hat ihn nicht gefunden. Er war so strahlend, so frei, die eigene Frau hat ihn nicht erkannt. Wisst ihr woran? Und sie war nicht weit weg. Sie hat ihn erkannt an dem lila Polohemd, das er anhatte. Daran hat sie ihren Mann erkannt. Stellt euch das vor. Und dann habe ich was Verrücktes getan. Wir saßen beim Abendessen, habe gesagt, so, nach dem Abendessen, unser Hotel lag so ein bisschen im Hang, schon ziemlich steil. Jetzt gehen wir. Wir machen jetzt den Test. Ich wollte das auch testen. Und normalerweise bin ich schnell unterwegs, ja, ja. Und dann ist mitgegangen, ohne Problem, berghoch. Ja? Die Leute standen da am Hotel Ausgang, Eingang, geschaut. Dann sind wir runter. Das ist noch schlimmer. Er ist mit mir im gleichen Schritt, gleiches Tempo. Aber mir war das nicht bewusst, dass ich so schnell unterwegs war. Der Mann war wirklich geheilt, wirklich geheilt. Genau. Und noch etwas ist geschehen. Ich bin nach Hause gekommen, dann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich nicht eine Stelle ich habe einen Termin, dein Palast und so weiter, ja, und so weiter. Mehr werde ich jetzt nicht darüber sagen. Aber Gott hat Türen geöffnet, an die ich nie gedacht hätte. Und das, ich bin an der Hand Marias, bin ich zu Jesus gegangen. Aber jetzt kommt der eigentliche Hammer. Ich war mit Jesus unterwegs, mit dem Heiligen Geist, dann mit Maria, aber der Vater, der war weit, aber sehr weit weg von mir, der himmlische Vater, sehr weit weg von mir. Wer würde heute sagen, Kyrie eleison, bei mir ist es auch so oder noch so? Mit dem Vater haben wir es oft sehr, aber sehr, sehr schwer, dass wir uns weit von ihm weg fühlen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann hat Jesus nur einen Wunsch. Er hat nur ein Ziel. Er möchte uns zu seinem eigenen Vater hinführen. Johannes 17. Kapitel, da sagt er, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Oh, bei Jesus gibt es keine Konkurrenz. Und er sagt, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon vor der Erschaffung geliebt hast. Und ich möchte auch, dass diese Liebe, mit der du mich geliebt hast, dass du auch sie so liebst. Das ist das letzte Gebet Jesu. Schaut, das ist das einzige Mal im ganzen Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich will. Vater, ich habe einen Wunsch. Sonst hat er nie einen Wunsch ausgedrückt. Nur bei diesem kurz in der Nacht vor seinem Leiden. Vater, ich will.
Das ist mein Wunsch, sein größter Wunsch. Versteht ihr? Und wenn das der Wunsch Jesu ist, wer sind wir, dass wir dann sagen, oh, aber ich zweifle. Ich zweifle, dass Gott mich liebt. Ah, ich weiß, dass ich unwürdig bin. Jetzt verschwinde ich bald. Versteht ihr? Wer sind wir, dass wir solches sagen, wagen zu denken, überhaupt nicht zu denken, ich bin nicht würdig. Natürlich können wir immer sagen, ich bin nicht würdig. Wird jeder euch unterschreiben. Aber sagt ihm mal zu jemandem, weißt du, ich bin glücklich. Ich bin ein viel geliebtes Kind Gottes. Habt ihr das schon mal zu jemandem gesagt? Kyrie eleison. Dann haben wir schon Angst. Was denken die von mir? Der ist überheblich, der ist stolz. Was will Jesus? Er will nichts anderes als das. Ich habe ein Seminar gegeben über dieses Thema. Ihr seid von Gott geliebt, das Kolosserbrief. Seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Das habe ich gegeben vor 8 oder 9 Jahren, auch in Deutschland. Und ich bin immer wieder mal da an dieser Stelle zum Predigen. Und ich merke, diese Botschaft ist bei vielen immer noch nicht angekommen. Nach so vielen Jahren. Von Gott geliebt, auserwählter Heilige. Oh, wir wiederholen. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott geliebt. Ein bisschen lauter, bitte. Ich bin von Gott geliebt. Bin sein Auserwählter oder seine auserwählter Heilige. Amen. 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 Amen, Amen, Halleluja, Amen, 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 Amen. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch herrlich. Also, das ist die beste Nachricht, die wir hören können. Ich bin von Gott geliebt. Das ist meine Basis. Davon gehe ich aus. Und wenn ich aufstehe, also immer wieder jetzt, wenn ich aufstehe, dann kommen mir so ganz spontan Gedanken, die nicht meine Gedanken sind, aber ich freue mich, also die der Herr dann so schenkt, mir immer wieder schenkt. Irgendwann bin ich aufgestanden, ich wollte jetzt sagen auferstanden, ja, aufgewacht und dann kam mir in Englisch, ich gebe es jetzt in Englisch, also nicht, weil ich gut Englisch kann, aber es kam in Englisch. Rather to suffer in this world than to be separated from God. Lieber in dieser Welt leiden, als in der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und ich habe nicht an die Hölle gedacht, ich habe an das Fegefeuer gedacht. Ich möchte auch nicht ins Fegefeuer. Ich möchte... Non-stop flight. No return. Ja, versteht ihr? Also, auch wenn es jetzt leid, das war für mich gute Nachricht. Es gab und es gibt Situationen, die bei mir auch noch irgendwo hängen, die nicht gelöst sind. Und dann kam dieses Wort, das kommt nicht von mir, bin ich überzeugt. Lieber in dieser Welt ein bisschen leiden, als in der Ewigkeit, also der, auch also im Fegefeuer, von Gott getrennt zu sein. Wow, also das ist auch gute Nachricht. Versteht ihr? Zu wissen, ich bin von Gott geliebt und dieses, was in der Welt ist, das ist diese Leiden dieser Zeit, sagt Paulus, auch Römer 8, das Kapitel, lest Römer 8, das ist wunderbar. Die Leiden dieser Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir von Gott geschenkt bekommen. Also, das Ziel Jesu, unser Ziel ist das gleiche wie das Ziel Jesu, ist beim Vater zu sein. Und Jesus will uns zum Vater führen, in seine eigene Herrlichkeit, an das Herz seines Vaters. Er möchte, dass wir den Herzschlag des Vaters spüren. Und das muss unser Wunsch sein, unser tiefster Wunsch sein. Jesus, ich möchte da sein, wo du bist. Du hast gebetet, Vater, ich will, dass alle dort bei mir sind. Jesus, das ist dein Gebet. Vater, das ist das Gebet Jesu. Vater, ich habe jetzt den Wunsch. Jetzt, in diesem Seminar. Und ich werde nicht mehr zurückgehen. Ich werde nicht mehr sagen, nein, ich werde nicht mehr sagen, ich bin nicht würdig, ich bin nicht gut und da, 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 da. Ich werde nicht mehr auf die Schlange hören. Ja? Die sagt etwas Richtiges und dann dreht sie alles um. Das habe ich jetzt noch also auch erfahren in einer bestimmten Situation.
Steht ihr? Also, die sagt etwas Richtiges und dann wird alles umgedreht. Oh, da ist Weisheit, ja. Und so werden wir sehr oft betört oder lassen uns betören vom Feind, der uns einen kleinen Zweifel. Ja, aber. Kennt ihr das? Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Das ist wie Jammer, Jammer, Jammer. Und wer will, dass wir jammern? Naja, der will es. Und wir sagen ja, aber. Nein. Wir sagen, ja, ich bin von Gott geliebt. Und wenn ich gefallen bin, dann stehe ich wieder auf. Wir haben einen Auferstehungsglauben. Ja? Einen Auferstehungsglauben. Es gibt einen Musiker, der ist also schon lange gestorben, bei einem Flugzeug, mit dem Flugzeug gestürzt. Und der heißt Keith Green, Amerikaner. Und ich mag seine Musik. Also ist wirklich, der war am Klavier, das war ein Evangelist. Mit Musik hat er Evangelium, hat zum Beispiel auch gesungen, so, also ihr wollt wieder nach Ägypten zurückgehen. So, you want to go back to Egypt. Da gab es Knoblauch, da gab es Fisch und da gab es da. Und dann hat er auch ein Lied geschrieben und gesungen, hat er dann gesagt, ja, Jesus ist von den Toten auferstanden, aber du kommst nicht aus deinem Bett. Auferstehungsglauben. Hallo. Jesus ist auferstanden. Kommen wir aus dem Bett? Kommen wir aus diesem, ja, auch selbst, uns selbst zu bemitleiden? Also jetzt mal ehrlich. Hat dir je Selbstmitleid geholfen? Mir nicht. Mir hat auch nicht das Mitleid von anderen Menschen geholfen. Aber das Leiden Jesu Christi hat mir geholfen. Das war nicht Mitleid, sein Leiden. Und ich darf mein Leiden mit seinem Leiden verbinden. Und das hilft, das richtet dann auf. Ja? Okay, es muss unser Wunsch sein, beim Vater, am Herzen des Vaters zu sein. Und das ist ein sicheres Gebet und das will Gott erhören. Ja, wir dürfen beten um ein neues Auto, wir dürfen beten um eine neue Stelle, wir dürfen Arbeitsstelle, wir dürfen beten, um vieles dürfen wir beten. Aber wenn du sicheres Gebet haben willst, das ist eines von den ganz sicheren Gebeten, das der Herr auch schnell und schnellstens erfüllen möchte, ist, mein Wunsch ist es, an deinem Herzen Vater zu sein. Da brauchst du keine Angst haben, da brauchst du kein Wettrennen zu veranstalten. Ja, aber der ist noch jünger als ich, der kann schneller laufen. Und er hat stärkeren Glauben. Der ist schon, der ist auf Stufe, auf der Heiligkeitsstufe schon 7 ist der. Und ich bin erst auf Stufe 1,5. Gibt es überhaupt keine Stufe. Versteht ihr? Was ist das für ein Blödsinn, zu sagen, Stufe, Stufe, Stufe. Wisst ihr? Wenn es dann diese Stufen gibt und ich bin auf Stufe 1 mit dem Herrn, ja, was will ich mehr als mit dem Herrn sein? Mit dem Herrn sein, das ist egal, ob du 7 oder 8, aber was tun wir? Der Feind will uns alles madig machen, kennt ihr den Ausdruck? Ja, will uns alles verderben, und dann vergleichen wir uns. Dann kommt Eifersucht. Ja, ich bin aber noch nicht so gut. Ich bin nicht so gut, ja. Okay, du bist nicht so gut. Meinst du das? Glaubst du das wirklich? Wer hat dich erschaffen? Aha. Hat er dich schlecht erschaffen? Aha. Okay. Gut. Das sind so Angriffe auf Gott letztendlich. Und das tut die Schlange. Und da müssen wir wachsam sein. Dass wir einfach sagen, ich bin von Gott geliebt, bin sein auserwählter Heiliger. Amen. Ich bin von Gott geliebt. Wow, ja. Wisst ihr, in den Schulen bei den Juden, wenn die Kinder lernen, die lesen gemeinsam laut den Text und dann wiederholen sie und dann wiederholen sie. So, die lernen lesen und schreiben, oder früher war es so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, mit dem Wort Gottes, sodass sie lesen und schreiben mit dem Wort Gottes lernen. Okay, Philippus sagt, also die Jünger hatten es auch schwer zu glauben, also dass das Ziel der Fahrt ist, dass sie von Gott geliebt sind. Und Philippus sagt zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater und das genügt uns. Das ist ein wunderbares Gebet. Zeig uns den Vater und das genügt uns. Philipper 14,8. Und dieses Gebet berührt das Herz Jesu.
Und Jesus macht ihm einen herzlichen Vorwurf. Oh, einen herzlichen Vorwurf. Aha, was ist das? Jesus sagt zu ihm, so lange bin ich schon bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den. Oh, ihr seid bibelfest, bravo. Bravo. Ihr seid gute Klasse, ja. Ihr seid nicht mehr Anfänger. Okay. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Und das ist wunderbar. Philippus muss diese Worte hören und wir müssen sie hören. Also, wenn wir noch auf der Suche nach dem Vater sind, hab keine Angst. Wenn du sagst, oh, ich bin aber noch viel mit Maria unterwegs und ich bin noch nicht bei Jesus, dann denke nicht, dass du falsch bist. Dann geh jetzt noch weiter mit Maria. Und der Zeitpunkt wird kommen, so wie bei jedem von uns, so wie bei mir, dass du dann an die Hand Jesu gehst oder umgekehrt mit Jesus und dann die Hand Marias und dann zum Vater. Wisst ihr, zu wem hat Maria gebetet, bevor sie Jesus kannte, bevor sie Jesus empfangen hat? Ihr seid zu Gott gebetet, zum Vater. Wusste sie, dass er es der Vater ist? Nein. Es war Gott, der ich bin. Dass er Vater ist, wusste Maria nicht. Ja, das ist ein spannendes Kapitel. Okay, wir werden jetzt schließen und wir werden kurz singen, wie ich angekündigt habe. Ich habe das vergessen. Komm, jetzt ist die Zeit. Wir beten an und dann machen wir Pause.